passiert immer was. Das wird aber alle fertig. Wir stellen mal Geld zu euch. Wir haben heute schon 9 Mann getötet. Egal. Hallo und guten Tag, Daniel. Wir wollen heute noch mal gucken, was aus deinem Unterhaltsgeld geworden ist. Nun hast du mir eben erzählt, die Sparkasse hat für dich ein Konto eingerichtet, wo du auch schon den Antrag unterschrieben hast. Und nun war dann in den Medien zu lesen, du willst hier immer wohnen und wirst gar keine Wohnung haben. Das stimmt auch nicht, sondern du willst nur keine Unterkunft im Obdachlosenheim, sondern... Ja, mit Zahlab nicht. Ja. Weil wir ihn vergessen mit zusammen geredet. Alles klar. 2 Mann einen Raum, das sind 10 Quadratmeter. Ja. 10 bis 15 Quadratmeter, bezahlen sie nicht. Nein. Hätte ich auch nicht gemacht als Angestellte. Richtig. So, und nun sagt Daniel aber eine Einraumwohnung zum Beispiel. Ein C steckt Glauben hinter. Die waren hier, da haben wir 10 Euro abgedrückt, weil ich rede von Leuten, ja, wo 10, 5 und 2 Euro haben. Da hat sie bei mir noch ein Zelt drin gepennt, hat bei mir noch mehr gewühlt. Ja. An Klamotten, da finde ich spannend. Das Tor muss also in Zahlen stehen. Ja. So, und dann habe ich ja 2 Beutel noch in dieser. Das sind alles Schießkranke, Geistesgestörte. Ja. In die Wohnung dort in der Maxim-Gorki-Straße, die Steffen ja inzwischen jetzt räumen lassen will. Und da sind die beiden großen Beutel mit der für dich gewaschenen Wäsche. Und da hat er gesagt, die will er bei dir vorbeibringen und hier irgendwo hinstellen. Ich frage mich natürlich, wo. Ich will meine Ruhe haben, alles und dran. Genau so ist er. So, also kurz und bündig zusammengefasst, eine von mir besorgte ganz normale Wohnung ohne Obdachlosen und sonstige Umgebung dazu, die nimmst du natürlich. Und wenn da vorne bezahlen noch... Bezahlen sie nicht. Ohne. Ich will ich auch nicht machen. Ich war 3-mal, 4-mal drinnen. Ja, es geht ja nicht um Obdachlosen. Ich habe einen Kumpel, der auch in den Schritt zu waffeln. Alles gut.